Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nähanleitungsvideo. So, jetzt muss ich echt aufpassen, dass alles, was ich euch sagen will, ich in der richtigen Reihenfolge hinbekomme. Aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir, wir gehen jetzt los mit der großen Überschrift. Am 12. Mai ist Muttertag. Und ihr wisst ja von mir, ich versuche dann immer zu solchen Anlässen auch ein paar Ideen an euch nach draußen zu tragen. Und das habe ich heute. Hätte aber jetzt nicht allein mit Muttertag zu tun. Ich finde es auch sehr nachhaltig und sehr dekorativ. Um was geht's heute? Es geht heute darum, eine wunderbare Kleiderbügelhülle zu nähen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was will sie denn da damit? Sag ich euch, wie viel von diesen hässlichen Kleiderbügel habt ihr zu Hause? Ich habe einen ganzen Stall voll. Und das dann immer wegzuschmeißen, finde ich auch schade. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn jetzt das eine schöne Hülle hat, zum Beispiel wie das, dann kann ich das einfach wunderbar an die Garderobe hängen und benutzen. Und das hätte noch einen viel größeren positiven Effekt. Durch den Stoff, der da drauf ist, rutscht jetzt so einfach nichts mehr da vom Bügel runter. Ihr kennt das, Jacken mit Futter oder auch nur so dünne Strickjäckle, die dann ein bisschen weit ausgeschnitten sind, die rutschen dann immer runter, dann muss man Knöpfle zumachen. Ich bin pragmatisch, ihr wisst, das heißt, ich kann ein dünnes Strickjäckle oder eine Jacke oder ein Sakko mit Futter da einfach drüber hängen und es bleibt am Bügel und es rutscht nicht runter. Also ihr seht, es hat sehr, sehr viele Vorteile, dieser Kleiderbügelhülle, so rum. Und was es auch hat, ist, ihr könnt natürlich unheimlich kreativ werden. Ich habe jetzt da mal einfach nur ausprobiert. Ich habe die eine Seite immer halb Panama gemacht und weil ich sie am Ausprobieren war, bin ich jetzt mal ehrlich und ich hatte noch von den schönen Pustenblumen übrig. Und dann dachte ich mir, naja, zum Ausprobieren ist er jetzt mal Banane. Paar Fussele dran. Man kann ja so rum und so rum. Und dann hat man doch noch so viele Bordürenreste zu Hause rumfahren. Man hat vielleicht auch Reißverschlüsse, mit denen man nicht weiß, was man jetzt gerade anfangen soll. Oder vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Knöpfe. Heute versuchen wir es mal mit Knöpfe. Das heißt, ihr könnt jetzt da das Vorderteil kreieren, wie ihr wollt. Habt ihr vielleicht eine Stickmaschine, dann könnt ihr willkommen reinsticken. Habt ihr eine Stickmaschine, könnt ihr vielleicht auch den Namen reinsticken. Dann darf immer nur die Emma, auch die Jacke von der Emma da drauf hängen, zum Beispiel. Oder was euch so ein Lustiges einfällt. Ihr könnt drauf applizieren. Ihr könnt eine Free-Motion-Technik draufsetzen. Ihr wisst, ich habe so viele schöne Videos mit Kreativtechniken. Da könnt ihr euch absolut austoben und einfach auch mal so richtig eurer Kreativität. Heute fahren viele Motorräder durch, darum stopp ich so eurer Kreativität da absolut freien Lauf lassen und ganz persönlich euer Geschenk da vernähen zum Muttertag, zum Geburtstag oder natürlich für euch selber. Das spielt ja gar keine Rolle. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, ihr Lieben, ihr seht schon, ein kreatives Chaos. Ich liebe es. Ich habe mich für Grau entschieden. Ich zeige euch das auch noch mal an dem beigefarbenen. Und zwar damit diese Wollas, diese Rundungen dann auch schön sind, sind die mit einem sogenannten Besatz verstürzt. Dafür nehme ich jetzt auch wieder den Pünktchenstoff. Und für außen nehme ich den Panama, aber anstatt in Braun nehme ich den jetzt in Grau. Und dann nähen wir jetzt nicht diese Variante, sondern jetzt machen wir mit dem, was wir an Bordüren hier so rumliegen haben und an Knöpfen. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen soll. Ich lege mir das dann gern so her und gucke, ah, das Grau mit dem Karo. Und da kam gestern die neue
Herzelsbordüre und vielleicht will ich auch noch das und da hätten wir auch noch Handmade with Love, dann haben wir Herzelsknöpfle, dann fand ich aber auch hier noch den Hirschknopf. Wie auch immer das jetzt nachher wird, kann ich euch noch gar nicht jetzt sagen. Aber wir schneiden jetzt mal zu und dann kreieren wir gemeinsam, sodass ihr dann für euch zu Hause auch kreieren könnt. Ich habe die Flieseline schon aufgebügelt. Da verlinken wir euch hier oben das Video, wie das am einfachsten und auch mit dem Bügeltuch funktioniert. Und um jetzt ein bisschen stoffsparend zu agieren, legen wir uns zwei Stoffbrüche, so dass wir jetzt hat ein Vorderteil, genau, und dann ist ja immer die Flieseline nicht ganz so breit wie der Stoff, aber für uns langt's. Wenn wir jetzt den Flieseline-Schnitt genau hier an die nächste Kante bringen, müsst's gerade ein paar drauf passen. Genau, das heißt, nachdem ihr die Flieseline aufgebügelt habt, können wir jetzt das hier abschneiden. Vorderteil, Rückteil, einmal oben, einmal unter. Das drehen wir jetzt für heute um. Für euch machen wir es noch ordentlich. Ihr legt, ich zeige es euch der Hüppe. Ihr legt das Schnittmuster direkt an den Bruch an. Einmal Stecknadel. Und steckt es fest. So. Und auf der anderen Seite genauso. So. Nahtzugabe habe ich euch ringsherum einen Zentimeter, das seht ihr aber am Schnittmuster schon mit eingearbeitet. Und jetzt ist echt wichtig, dass man eine gute Stoffschere hat, dass man die Rundungen auch wirklich sehr, sehr gut schneiden könnt. Am liebsten auch eine etwas kleinere, spitzere Schere wie die. So, und dann könnt ihr direkt am Schnittmuster entlang schneiden. Und die kleinere Schere, die jetzt ein bisschen spitzer ist wie die normale große Zuschneideschere, ist mir, wenn ich jetzt dann runter in die Rundungen komme, einfach sehr hilfreich. Bis hierher und dann kommt da bitte einfach von der anderen Seite. Ihr merkt, ich schiebe und wende es ständig immer so, dass ich es halt wirklich gut geschnitten bekomme. So, das eine Teil und mit dem anderen macht er jetzt das Gleiche. So, ihr Lieben, jetzt schneiden wir noch den Besatz zu. Die Pünktchen, auch die habe ich schon mit Flieseline bebügelt. Und auch da geht jetzt das gleiche Spiel. Das, was nicht bebügelt ist, könnt ihr einfach schon mal abschneiden und dann legt ihr euch zwei Brüche gleichmäßig und dann geht einer hierher. Ah, da passt es jetzt. Das müssen wir nochmal tatsächlich. Ah, ne, das ist das doppelt bedruckte. Ah, da stimmt es aber. Und das einmal hierher. Also lasst euch jetzt von meinem Schnittmuster deine Kirre machen. Ich sage es, glaube ich, wirklich in jedem Video. Es ist immer noch erst der Prototyp. Und ihr habt natürlich dann das megamäßig richtig gute Überarbeitete. So, aber wie gerade gesagt,
Es ist das gleiche Spiel wie mit dem Außenstoff auch. Wir brauchen einmal für vorne und einmal für hinten. Ihr steckt beides schön an den Bruch. Wir brauchen auch da wieder unser schönes kleines Schärchen, dass wir die Rundungen gut schneiden können. Und schneiden dann einfach aus. Nicht in der Luft an dieser Stelle mal wieder, sondern bei Rechtshänder schneidet die rechte Hand und die linke schaut, dass Schnitt und Stoff am Tisch bleibt. Und dann wieder ganz schön die Rundungen hier ausschneiden. Die sollen ja nachher auch wirklich aufeinander passen. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr die Schnittmuster runternehmen und dann versäubern wir jetzt zuerst noch beim Besatz die lange Strecke und beim äußeren Bügelteil mache ich euch noch Markierungen in den Schnitt. Und zwar von hier nach hier versäubern wir. Also wir versäubern einfach das, was man hier nicht verstürze. Das ist, denke ich, am einfachsten zu sagen. Das ist jetzt das und einmal am Besatz von links nach rechts. Könnt ihr mit dem Zickzack machen oder mit der Overlock, so wie es für euch okay ist. Einmal der oben rüber. Dann setze ich hier einfach ein Stück unter der Markierung an. Und da müsst ihr jetzt wirklich gut gucken, dass ihr die Rundungen gleichmäßig und ordentlich hinbekommt. Da was ist gar kein Problem. In kleinen Schrittchen. Und da lässt das einfach auslaufen. So, ihr Lieben, jetzt geht's ans Dekorieren. Und zwar immer bevor ich es zusammennähe, damit ich dann die Bordüren und alles, was so noch offenkantig ist, immer mit in die jeweilige Naht mit reinnehmen kann. Ist einfach schöner von der Verarbeitung. Was ich euch am Schnittmuster schon angezeichnet habe, ist oben die Öffnung, wo quasi der Kleiderbügel rauskommen darf. Das machen wir jetzt auch mal, damit wir so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, wo das ist. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, euch das Ganze entweder bügeln oder schön mit dem Fingernagel als Markierung machen. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich mache es für euch jetzt einfach sichtbar mit dem Lineal. Es ist mir immer ganz wichtig, wo ist die Mitte, weil ich sie, wenn ich ehrlich bin, mit dem bloßen Auge oft nicht wirklich sehe. Sondern da, wo ich sie ahne, ist sie meistens nicht und dann ist alles krumm und schief und buckelig. So, jetzt könnt ihr entweder das so im V gestalten, wie ich es hier gemacht habe. Oder einfach auch mal was anderes. Was anderes war mal mein Gedanke vorhin, dass man auch mal was von schräg macht. So. Für alle, die eher vielleicht geradlinig sind. So. Und jetzt wollte ich diesen Prozess extra auch mit euch gemeinsam machen. Ich glaube, mir liegt es jetzt eher geradlinig wie ist beides schön. Dafür macht man dann meistens mehr. Da kann man sich in allen Varianten auch aus
toben. Und dann ist die Frage, will ich so viel Band, will ich weniger Band? Haben wir noch das Handmade gehabt, den man könnte die Knöpfe jetzt 3, ich mache immer gerne eine ungerade Zahl, könnte man jetzt 3. So, und wo haben wir unser Handmade noch verschlempelt? Das könnte man jetzt noch hier mittig setzen. So, wäre jetzt eine Variante. Die andere Variante möchte ich einfach mal mit euch spielen, nur dass ihr Gefühl kriegt. Und ich glaube, das ist die, die mir heute mehr Spaß macht, dass ich das so gerade daher setze. Und das Karo und das Herz ist das, was ich auf jeden Fall möchte. So. Jetzt ist die Frage, aber ohne das finde ich es auch fad, also bleibe ich doch dabei. Aber vielleicht verzichte ich dann einfach auf die Knöpfe. Wobei, man könnte jetzt die Knöpfe auch da oben rüber drehen. Man hätte dann auch noch einen großen. Man könnte die 3 wegmachen und einen großen da in die Mitte. Oder man könnte hergehen und sagen, man macht das. Ich will euch einfach inspirieren, dass ihr das ausprobiert, wie ihr das wollt. Ich für mich habe mich jetzt, glaube ich, entschieden. Ich bin heute nicht ganz so aufgeregt wie sonst. Ich bleibe im schlichten Modus, aber dann haben wir keinen Knopf benutzt. Tja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Entscheiden. Vielleicht wird es doch so. Ich fange jetzt mal an, mit euch die Bänder aufzunähen. Wobei, da darf ich gleich vorab sagen, messt von oben oder von unten runter mit dem Handmaß. So mache ich das jetzt, wo ihr das haben wollt. Also wenn es da 10,5 sind, so das da in der nächsten Rundung von der Mitte halt auch 10,5 sein. Und dann nehmt ihr das wunderbare Wandertape und fixiert euch die Bänder damit. Und dann alles miteinander und dann unter die Nähmaschine. Ich mache das jetzt mal und dann zeige ich es euch. Da oben sind jetzt die Markierungen, bis dahin geht der Besatz. Ich möchte am liebsten jetzt, so habe ich mich entschlossen, alles, was da liegt, unter den Besatz da einfließen lassen. Und damit ich jetzt auch relativ gerade bin, nehme ich die untere Seite, das sind 9, also von ganz da unten. Und dann mache ich mir das halt da auch und dann mache ich mir das 9. Da auch. Wenn mal eins sitzt, ist eigentlich okay, dann kommen die anderen nur drunter. Dann habe ich hier mein Wandertape. Schneiden wir mal noch mein Schrägband ab. Und dann klebe ich einfach mittig das Wandertape da drauf. Ah, ihr hättet Schrägband auch schmäler nehmen können. Also es ist echt alles möglich und oftmals hätte man ja dann auch tatsächlich noch so ein bisschen Bordüre übrig. Ich packe euch die Stoffpakete mit dem Schnittmuster und mit so ein paar netten zusammenpassenden Accessoires. Dann habt ihr mal eins daheim und dann könnt ihr ja mit dem Schnittmuster, was ihr daheim habt, mal gucken, was ihr noch an Stoff habt und an Kruschelszeugs, also an Knöpfe und an Bordüre und könnt dann ja noch das verwenden, was ihr zu Hause habt. So, jetzt haben wir das klebend und das, was wir markiert haben, ist die Unterseite. Und jetzt können wir das wunderbar fixieren. Brauchen wir auch keine Stecknadeln zu stecken und dann verrutscht uns auch nichts mehr. So. Und das möchte ich jetzt so, dass das quasi auch noch ein Stück auf dem Schrägband drauf sitzt. Das ist dann mein nächstes. Das brauche ich höchstens, könnt ihr ja selber gucken, ob er das dann so nachmisst, dass er das Handmaß von da oben nimmt und sagt, okay,
ein Zentimeter. So wäre das jetzt mal für mich. Und dann haben wir noch die Zackenlitze, auf die ich nicht verzichten möchte. Und die möchte ich dann auch, dass die Zacke ein kleines bisschen in die Herzbordüre mit reinläuft. So, und dann sehen wir uns gleich an der Nähmaschine. So ihr Lieben, ich nähe jetzt in meinem Fall erstmal das Schrägband ganz oben an der Kante an. Ich habe mir meinen HP-Fuß auf Obertransport gemacht. Je nachdem, wenn er auch ein Volumenvlies benutzt, ist das dann immer ein bisschen angenehmer. Und was will er? Nee, Fuß senken, habe ich Handrocket. So, und jetzt gucke ich gerade, habe ich richtig eingestellt. Ich arbeite jetzt aus dem Loch raus. Sehr, sehr bündig. Das Schrägband da oben drauf. Ich sage es euch ja immer gern, viele Wege führen nach Rom. Ich habe es jetzt bei dem Herzband nicht geklebt, sondern ich habe mir hier eine Markierung gesetzt, wo quasi ich hier wieder anfangen möchte. Das ist jetzt bei mir ein Zentimeter und das untere Teil vom Schrägband nähe ich jetzt automatisch mit dem auf, dass ich jetzt hier mein Herzband aufbringe. Und dann mache ich das genauso wie gerade eben. Das mache ich ganz, ganz päp am Rand von dem Band mit dem Herz. Ich jetzt ja noch die Zackenlitze wollte und die so auch am Muckesäckele in die Herzgeschichte hier mit rein soll, nähe ich jetzt, da tue ich mir aber die Nadelposition jetzt etwas mehr nach rechts, genau, nähe ich quasi in der Mitte durch und nähe somit jetzt nochmal das Herzband mit an. Ja, man hätte dunkles Garn jetzt noch einfädeln dürfen, wenn man eine dunkle Zackenlitze verwendet. So viel an dieser Stelle. Aber manchmal bin ich so damit beschäftigt, für euch alle Informationen fließen zu lassen. Aber man wird es mir verzeihen. Mein Gedanke teile ich natürlich mit euch. Ich möchte jetzt in der Mitte das Handmade und dann haben wir gerade diskutiert, nur zwei Knöpfe oder vier, aber über Geschmack kann man bekanntlich streiten. Ich nähe jetzt alles mit der Maschine an, auch die Knöpfe. Deswegen habe ich sie mir jetzt platziert. Ich habe jetzt von da unten immer 2 Zentimeter gemessen. Das ist das hier. Dann möchte ich das höher haben, da habe ich jetzt 3 gemessen. Und dann habe ich hier 4 wieder gleichmäßig von da und von da bis da wieder 2. Das sind jetzt einfach hier meine Linien, die ich mit dem ausbügelbaren Markierstift mir angezeichnet habe. Damit, wenn es jetzt an die Maschine geht und ich das jetzt annähe, damit ich auch immer eine gute Position habe und nicht wieder schief gedacht habe und das 2 unter 3 cm sind. Und los geht's. Ich habe meinen T-Fuß zum Knopf annähen dran. Bei der Elna heißt der T-Fuß. Wenn ihr eine andere Maschine habt, müsst ihr schauen. Ich stelle jetzt auch den Stich ein, um den Knopf anzunehmen. Das ist bei mir der 14er. Ihr guckt, wie es ist. Er sagt hier der T-Fuß. Dann setze ich den Fuß am liebsten im Kniehebel nach unten, achte darauf, dass mein,
dass mein Knopf auf der richtigen Position ist. Und bevor ich jetzt loslege, achte ich erstmal drauf, ob ich noch was am Stich Breite verändern muss. Also wenn er hier reinschlägt, genau, muss er auch da reinschlagen und es funktioniert. Und jetzt Achtung, ich gehe aufs Gas, dann macht es und verriegelt. Ich mag es gern zweimal. Dann kann ich es abschneiden. Und dann habe ich mein erstes Knöpfchen angenäht. So, und das mache ich jetzt beim zweiten genauso. Und abschneiden. Und ihr seht, Knöpfernähe ist vollkommen easy. Aber was mir noch gerade einfällt, ich habe ja eine Maschine, die ja sehr gut mitdenkt. Es kann sein, dass eure nicht ganz so viel mitdenkt wie meine. Ihr müsstet noch den Transporteur versenken. Seit ich so ein selbstdenkendes Maschinchen habe, fällt mir immer erst später ein, auf was ihr daheim vielleicht noch achten müsstet. So, und dann könnten wir sogar das hier gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau, hat genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Unser Handmäht hätte ja da so vier geile Löchler. Könnte ein bisschen besser noch auf der Winkel aufpassen. Das versuche ich jetzt mal noch. Das heißt, dass ich es wirklich übers Eck mache. Aber ihr könnt es auch immer nach oben oder ihr könnt es immer auf die Seite machen. Ich merke jetzt nur gerade, ich fände es schön, wenn es auf alle vier Seiten gleich ist. Aber dafür habt ihr mich ja, dass ich schon mal vorspüre. Halt, dann muss ich es so machen, wenn ich es übers Eck will. So, jetzt haben wir schon alles fertig. Ich gehe jetzt ans Bügeleisen und mache meine Markierungen alle weg und dann fangen wir an, den Besatz dran zu nähen. Ihr schneidet jetzt dann noch alles weg, was dann noch übersteht, dass man da eine klare, saubere Kante hin und dann legt ihr es rechts auf rechts übereinander. So. Ich glaube, ich stecke mir da oben. Jetzt müsst ihr gucken, dass diese Wollauswellen unten gut aufeinander passen. Und jetzt nähen wir da einmal ringsrum. Ich stecke mir jetzt da gar nicht. Doch, ich mache jetzt mit euch was. Ihr kriegt, und ich will so auch Hilfslinien. Das ist die Idee. Also, passt auf. Ihr nehmt euer Handmaß, legt es oben bündig, aber so, dass es hier unten, da ist diese Spitze von der Welle, genau trifft. So. Und dann zieht ihr hier eine Markierlinie. So machen wir das. Und das machen wir bei allen Wellen, weil jetzt wissen wir nachher genau, wo wir unsere Nadel stecken lassen müssen. Damit wir auch richtige Welle haben und nicht irgendwelche komischer, was weiß ich, was es sonst gibt.
So, und dass ich die jetzt so hoch mache, ist eigentlich nur dem Winkel da oben zu schulden. Wir brauchen es eigentlich nur hier unten. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich das denke an der Nähmaschine. Ich nehme jetzt quasi die Füßchenbreite von dem HP-Fuß. Ich habe die Nadel im Schlitz und nähe jetzt den Besatz an. In der Rundung immer drauf achten, dass... Ja, ich bin zu schnell. Ich mache mal da langsamer. Ich mache zu langsam. So schnell. So, dann gern den Fuß heben mit dem Kniehebel von Hand oder mit eurer Einstellung an der Maschine. Fakt ist, ich sehe es gerade, für euch ist es noch leichter, wenn ihr euch da noch einen Zentimeter hochzeichnet. So, jetzt kommen wir der Geschichte doch hin. Das heißt, hier ist unser Ziel und hier soll unsere Nadel stecken. Rum, 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 rum. Noch ein Stich, Stopp. Und jetzt drehen wir. So. Und jetzt machen wir den nächsten Bogen. So, jetzt schneiden wir ein, ihr Lieben. Und zwar immer da in der Nahtzugabe, ganz pep vor der Naht, mal unsere Rundungen. So, und dann schneiden wir aber generell, eventuell, wenn wie bei mir jetzt dann noch ein bisschen zu viel ist, das zurück. Und schneiden jede Rundung aber auch noch ein. Je intensiver und gut, dass wir das gemacht haben, auch da darf noch ein bisschen weg, legt sich das nachher. Ich habe es jetzt auf dem Rückteil auch gemacht. Ihr könntet das Rückteil natürlich auch gestalten, wie immer ihr wollt, oder neutral lassen. Ich habe es auch hier von oben bis unten in der Rundung überall eingeschnitten und ganz wichtig natürlich auch die Spitzen. Und jetzt könnt ihr hergehen und könnt das alles einmal umdrehen. Nehmt da gerne euren Fingernagel dazu, dass das auch wirklich alles einmal rumkommt. Ein Kantenformer könntet ihr auch ganz gut. Wenn er dann merkt, wie ich jetzt da, das ist so spitz, dann könnt ihr gerne noch mal reingehen. Ich habe jetzt halt hier vielleicht doch noch zu viel stehen lassen. Dann macht mir das ein Bubbel und habe dann auch nicht bis ganz da oben. Manchmal sieht man es aus dem Winkel einfach nicht so und ich mit der Gleitsichtbrille eh nicht. So, dann arbeitet er das nochmal nach und dann merkt er, ah ja, jetzt kommt es so rund, wie ihr es haben wollt. Ja, also ist dann als mal gut, dass mir auch sowas passiert, dass ich euch das einfach nochmal mit an die Hand geben kann. So, die Nahtzugabe darf nämlich nicht allzu groß sein und dann kommt es. Und wenn ihr das Gefühl habt, hier jetzt noch ein bisschen Zug, dann könnt ihr das auch noch einmal verändern. Ja, da merkst du, also ich habe da doch alles in allem zu viel Nahtzugabe stehen lassen. Aber wahrscheinlich, um es euch noch mal zu zeigen.
So, und dann legt sich das ganz anders da und viel runter. Also je besser ihr eingeschnitten habt und je besser, dass ihr eure Nahtzugabe zurückgeschnitten habt, desto schöner legt sich's. Und das macht er jetzt halt ringsrum und guckt, dass alles gut liegt. Ihr könnt es dann auch mit dem Bügeleisen gut einmal glatt bügeln. Und ich gehe auch noch mal durch und korrigiere mich, wo es mir noch nicht gefällt. Ja, so wird es besser. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch gegangen ist, dass die Wellen schön rauskommen. Ich bin jetzt noch an mein Nähkistchen und habe den Ecken- und Kantenformer mir geholt und bin dann mit dem hier noch mal rein und habe das wirklich hier alles rausgeformt und habe das Bügeleisen draufgestellt und jetzt bin ich doch relativ zufrieden. Hier oben haben wir die Markierung für den Bügel. Da, wo mein Zeigefinger ist, da nähen wir natürlich nicht. Dann legen wir das Ganze jetzt rechts auf rechts. Jetzt wird man das nicht mehr sehen. Das heißt, wir übernehmen jetzt einfach noch auf die linke Seite die Markierung, wo offen bleiben soll. Und jetzt nähen wir von hier unten ab schon einmal das bis daher, verriegeln, fangen da nochmal an und nähen nochmal bis darunter. Ich könnte euch vielleicht das noch messen, aber bis da, wo halt die Rundung anfängt, also 7 habe ich jetzt da gemessen. So, 7 hier und 7 da. So, da bin ich jetzt natürlich sehr froh an meinem Obertransportfuß, weil da habe ich jetzt natürlich ganz dick alles noch hier von der Nahtzugabe. Machen wir mal noch 3,3 und dann geht's los. Mal verriegeln natürlich am Anfang und am Ende ist auch klar. Rumkomme, da heben wir natürlich der Fuß wie immer. Guck, ob noch alles bündig liegt. Jawohl. So. Hier verriegeln und stoppen, abschneiden und hier wieder anfangen. Auch da verriegeln nicht vergessen. Guckt ihr, dass da noch mal alles bündig ist. Und dann haben wir hier unsere Markierung. Und da kommen wir noch an und verriegeln. Und dann haben wir, was die Nähmaschine angeht, heute mal alles erledigt. In den Rundungen hier schneiden wir natürlich jetzt auf jeden Fall nochmal ein. Selbststarrheitsrundungen. Also das ganze Ding ist eigentlich überall rund. Von dem her merkt er das ganz schnell jetzt dann beim Rumdrehen, wenn es nicht schön ist, ist einfach nicht gut und genug eingezwickelt. So, und wenn wir dann alles eingeschnitten haben, dann drehen wir natürlich auch das rum.
Und auch hier könntet ihr jetzt den Kantenfarben, also für den Anfang ist schon mal echt nicht hilfreich. Geht dann immer erst, wenn es ums Detail geht. Das bügele ich dann da auch noch um, weil ans Bügeleisen müssen wir eh noch mal. Und dann, dass er da einfach das beim Bügeln quasi rausholt. Und da kann euch der Kantenformer echt noch einmal eine gute Hilfe sein. So, sieht gut aus. So, so wird aus einem nicht schönen Bügel ein wunderbarer Bügel, in dem man eine Hülle bekommt oder Huse. Und dass das da oben rausgeht. Und dann. Ta-ta-ta-ta. Ist es nicht schön? So, ihr Lieben, das war heute ein kurzes, aber sehr kreatives Video. Ob ihr das jetzt als Muttertagsgeschenk nehmt oder nicht, ist natürlich überhaupt egal. Es ist einfach egal. Es ist jetzt von mir einfach so eine Idee und ich werde das jetzt ein bisschen verschenken und das wollte ich jetzt einfach auch mit euch teilen. Aber bei uns im Nähkurs sind auch alle Bügel seit vielen Jahren übrigens schon so und da waren einige Damen, die mich darum gebeten haben, mach doch doch mal jetzt endlich ein Schnittmuster, wir wollen das auch mal näher. Ihr könnt einfach eurer Garderobe schön damit ausschmücken und vor alle Dinge den Plastikbügel nochmal Leben einhauchen, um einfach ein bisschen Müll zu sparen und könnt da dabei aber auch eurer Knöpfekiste und Bordürenkiste durchforsten. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man da so kreativ auf Bade stellt, man sage, was ich nachflochen kann. Wie zu Beginn gesagt, ich mache euch ein Stoffpaket fertig mit allem drin und auch mit dem Schnittmuster und mit der passenden Bordüre und dann habt ihr einmal schon rundum sorglos Paket zu Hause und könnt dann mit den Materialien, was ihr vielleicht noch in eurer Reservenkisten haben, dann da auch noch weiter mitspielen. Alles andere an Sachen, die ich verwendet habe, verlinken wir natürlich unten wieder und vielleicht sehen wir uns mal im Nähkurs oder ihr shoppt einfach mal bei uns näharena-shop.de durch den Online-Shop, wie auch immer. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Macht's gut. Alles Liebe. Tschüss. Eure Schwarzwald-Tanni.